Willkommen auf Tag 2 der Dokumi, hier bei Zellacon. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Dokumi. Und ja, ich bin mal wieder hier. Ich habe mir die erste Stunde habe ich mir genommen, ja, um auch mal ein bisschen für mich hier rum zu schlawinern. Ich war ganz kurz im 18er Areal. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen jetzt hier die 18er Halle. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts, denn ich darf absolut nichts davon zeigen. Ich habe mir was Schönes besorgt. Das darf ich euch auch nicht zeigen. Ich habe heute Abend, also heute Abend, jetzt noch eine andere Challenge für mich. Und zwar Kids. Ich muss Kids besorgen und ich muss eine Anime-Figur besorgen, die niemand kennt. Das ist meine persönliche Challenge auf jeder Convention. Insofern muss ich heute hier ein bisschen herumgehen und schauen, dass ich eine Anime-Figur finde, die niemand kennt. Und ich bin hier auch wieder halb im Artist Alley. Habt ihr wahrscheinlich gestern schon das ein oder andere Interview gesehen. Heute möchte ich Fokus Cosplay vielleicht so ein bisschen geben. Ich habe gesehen, es gibt ein Tattoo-Studio, das hier ist. Wenn ich die interviewen könnte, das wäre auch sehr, sehr geil. Ich versuche alles. Insofern mache ich jetzt mal wieder einen auf rasenden Reporter. Wovon ich aber einiges zeigen darf, das ist diese Gaming-Area, in der zum Beispiel Smash-Tournaments ausgetragen werden. Und ja, auch die Retro-Gaming-Area hat wieder gelockt. Viel interessanter finde ich allerdings eine sehr, sehr Besonderheit dieses Jahr, und zwar zwei Tattoo-Studios auf der Dokumi, die fleißig, ja, also wirklich gnadenlos von morgens bis abends die Leute tätowiert haben. Und da möchte ich mal euch ein paar Eindrücke von zeigen, und zwar mit zwei Interviews. Ich habe die beiden interviewen dürfen, die beiden Shops, und ich finde es ganz interessant, was die so zu sagen haben. Hallo zusammen, ich bin Vanessa und ich arbeite im Studio Beauty and Pain in Steinheim. Mein Künstlername ist Blueberry Witch, da findet ihr mich auch auf meiner Instagram-Seite und meine Kollegin hier drüben unter Lupixie Preuß. Wir sind hier auf der Dokumi und tätowieren vor Ort. Hauptsächlich haben wir Anime-Tattoos dabei, von Pokémon über Gaming-Tattoos bis hin zu den neueren Anime, wie zum Beispiel Demon Slayer oder auch Genshin Impact. Ich bin unter anderem auch Cosplayerin und daher kenne ich auch die Dokumi, weil ich hier viele Jahre lang jedes Jahr zur Dokumi komme. Und wir dachten uns einfach letztes Jahr, warum nicht einfach anfragen, ob wir hier vor Ort tätowieren können, da wir beide eine große Passion für den Gaming- und Anime-Bereich haben. Es läuft bisher ziemlich gut, der Ansturm ist ziemlich groß. Wir waren gestern Mittag schon komplett ausgebucht für beide Tage. Das heißt, für nächstes Jahr einfach frühzeitig Termine buchen, am besten morgens direkt an Stand kommen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß auf der Dokumi und vielleicht bis nächstes Jahr. Das war das erste Studio, und falls ihr Interesse habt, so wie ich das verstanden habe, sind sie auch nächstes Jahr da. Also haltet alle Ohren und Augen offen, und ja, vielleicht könnt ihr euch ja beim nächsten Mal ein Tattoo machen. Bei mir steht es auf jeden Fall mal irgendwann auf der Liste. Wann, weiß ich nicht. Zellacons Extreme Dokumi 2023 vielleicht? Hallo, ich bin Natascha. Dieses Wochenende ist das erste Mal auf der Dokumi für mich. Und ich finde es super interessant hier. Wir haben einen kleinen Tattoo-Stand gemacht und tätowieren eigentlich hauptsächlich so Nerd-Motive, Gaming, Pokémon, Anime. Normalerweise sind wir im Studio in der Nähe von Stuttgart, aber die Dokumi ist echt sehr spannend und deswegen haben wir uns überlegt, hier einen kleinen Stand aufzumachen, und es läuft ziemlich gut. Also wer Lust hat auf kleine Tattoos, auf Conventions, ich denke, dass es das auch noch mal öfters geben wird hier. Wir gucken, dass wir immer um die 2 Stunden Motive haben, also nichts ultra großes, einfach weil es für den Rahmen hier zu viel ist. Aber so um die 1-2 Stunden sind die Tattoos hier alle. Und es gibt einfach alles von farbig über nur Linien, über
leicht schattiert. Also es gibt einfach alles, alles. Also ich würde sagen, man kann sich im Voraus schon mal überlegen, welche Animes auf jeden Fall in Frage kommen würden. Und ich würde auch immer auf die Wünsche oder auf die Wanted Rules von den Tätowierern hier eingehen, weil die ja wirklich vorbereitet sind und durchdacht sind. Und je nachdem, was dann der Anime ist, einfach die Leute hier ansprechen, der wo am nächsten an den Style hinkommt, den man möchte. Und dann eben tätowieren lassen und ein bisschen aufpassen, wenn man am nächsten Tag noch da ist. Aber sonst eigentlich alles easy hier. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, sind sie nicht die einzigen Tätowierer. Es gibt auch noch einen großen Stand aus Salzburg und der hatte, wow, also wirklich ein paar geile Designs da liegen, die werdet ihr vielleicht jetzt noch ein bisschen sehen. Und ja, einen sehr, sehr netten Chef, der mir natürlich auch Rede und Antwort gestanden hat und seinen Laden mal etwas vorgestellt hat. Und ja, warum das so cool ist, bei der Dokumi dabei zu sein oder vielleicht warum das etwas Spezielles ist. Hi, ich bin der Michi, bin der Inhaber vom Nadelwerk Salzburg. Wir sind hier das erste Mal auf der Dokumi in Düsseldorf. Es ist riesig hier, überraschend, wie viel hier los ist. Wir waren schon auf viele andere Comic-Cons, aber bei weitem nicht so viel los. Der andere hat uns echt überrascht, aber es war super geil hier. Warum wir hier sind, wir machen sehr viel Anime- und Comic-Sachen, auch bei uns im Studio. Und darum haben wir uns dazu entschieden, dass wir auch eben, wenn wir Messe fahren, auf Comic-Cons und Dokumi und so Sachen machen. Meine Frage nun an euch ist, wäre das auch was für euch? Ein Tattoo auf der Dokumi, beziehungsweise überhaupt ein Anime-Tattoo, ein Gunpla-Tattoo? Warum sieht man so wenig Gunpla-Tattoos, oder? Beziehungsweise Gundam, es muss ja nicht das Gunpla-Tattoo sein, obwohl ich das auch sehr, sehr cool fände, so Kit-Ästhetik auf einem selber zu haben. Naja, wie gesagt, vielleicht irgendwann einmal. Hey, hier ist Xenia von der NGE Tascha und ich wollte euch mal ein paar unserer Autos zeigen und vielleicht habt ihr Lust, bei der nächsten Convention auch einfach mal vorbeizukommen. Und unser Infostand mit ganz netten Leuten, die euch alle Fragen rund um die Tasche beantworten können. Und einer meiner absoluten Favoriten, schaut euch diesen Traum von einem Auto an. Und schneller als ich denken kann, ist die Dokumi schon wieder vorbei und es fühlt sich nach einem Tag schon an, als wäre sie eine Woche vorbei und der Con Blues setzt ein. Ja, wer schon mal öfter auf Conventions war, der weiß, was ich meine. Übrigens, so stylisch kann man die Dokumi verlassen, im schicken Itasha. Auch ein erstes Mal für mich. Insofern wünsche ich euch eine tolle Woche, einen tollen Tag, nutzt die freie Zeit und wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dann.